Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen weiteren Kultfilm von John Landis mitgebracht. Dabei handelt es sich um Kopfüber in die Nacht, Into the Night aus dem Jahr 1985 mit Jeff Goldblum und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen. Das Ganze ist in Form eines Mediabooks von Koch Media am 6. Dezember 2018 in den Handel gekommen. Dabei handelt es sich um ein Mediabook mit Blu-ray und DVD. Das Ganze ist limitiert ohne Nummerierung. Und wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns jetzt mal an. So. Wie wir das von Koch Media leider schon gewohnt sind, obwohl das heißt leider, ist ja erstmal relativ. Das hier wäre die normale Größe eines Mediabooks. Hier haben wir mal den John Landis Klassiker Schlock. Der ist also etwas größer, dafür etwas dünner. Die Koch Mediabooks, die sind halt immer etwas dicker, dafür etwas kleiner. Warum die das so machen, ich weiß es nicht, ist auch nicht weiter wichtig. Ein weiteres, und da möchte ich schon fast von einem Ärgernis reden, ist, dass Koch Media grundsätzlich den FSK-Flatschen auf das Produkt selber klebt, also unter die Einschweißfolie, und das ist etwas, ja, die lassen sich zwar jedes Mal problemlos ablösen, aber es ist doch ein bisschen ärgerlich. So, jetzt schauen wir mal, ob das hier auch der Fall ist, aber bis jetzt war es immer der Fall. Jawohl, lässt sich problemlos ablösen. Ich mache das auch mal, weil ich weiß, unter meinen Zuschauern gibt es Leute, die macht es wahnsinnig, wenn ich das nur so ein bisschen ablöse. Hier komplett rückstandslos, dank dieser glatten Oberfläche. Das Ganze lässt sich also problemlos entfernen. So, jetzt schauen wir uns das Cover mal etwas genauer an. Ja, einigermaßen scharf hier vorne. Das ist auch, soweit ich weiß, das Original-Kinoplakat ist jetzt nicht so besonders spektakulär. Also da gibt es auf jeden Fall schönere Artworks. Aber naja, da wollen wir uns mal lieber nicht beschweren. So, die Oberfläche, wie gesagt, wie gehabt, glatt. An der Seite haben wir dann hier den Filmtitel stehen. Hier unten nochmal den Hinweis Blu-ray und DVD. Ansonsten keinerlei Aufdruck. Und auf der Rückseite haben wir einmal ein paar Szenebilder, dann eine Filmbeschreibung, also eine Inhaltsangabe mit einem kurzen Werbetext und hier den Inhalt der Blu-ray und der DVD, auf denen sich der Hauptfilm befindet. Dann haben wir hier noch aufgezählt, was wir alles an Extras auf der Bonus-DVD haben und hier nochmal, wer dann noch alles, also hier den Cast quasi und dann noch die Copyright-Hinweise, die Urheberrechtshinweise, hier Koch Media, Universal Pictures, der ganze Krempel. So, der Film befindet sich einmal auf Blu-ray und einmal auf DVD mit unterschiedlicher Länge, was durch die Bildfrequenzrate zu erklären ist. Hier haben wir natürlich DTS HD Master Format, beim DVD haben wir nur Dolby Digital und ansonsten ist das Ganze identisch. So, und jetzt schauen wir uns den Inhalt mal an, weil das ist es ja, worum es geht. So, hier oben fällt leider schon die eine DVD raus. Die hält nicht so richtig toll. Hier haben wir einmal das hier. Das dürfte die, ja, das ist die Film-DVD. Dann haben wir hier die Extra-DVD, also die Bonus-DVD. Und auf der Innenseite haben wir Jeff Goldblum in Schwarz-Weiß. Leider nicht besonders scharf. Das kann man nicht so sehen auf dem Video, aber das ist nicht so scharf, wie man sich das wünschen würde. So, packen wir den ganzen Klumpatsch mal wieder ein. Ja, dann haben wir hier ein Booklet, schön eingeheftet. Hier haben wir Michelle Pfeiffer und Jeff Goldblum. Ja, schönes, dickes Papier. Ja, das Ganze wirkt sehr hochwertig. Hier nochmal Michelle Pfeiffer. Aber wir haben leider auch wieder das übliche Problem, denn wir haben das Ganze durch die Dicke hier, das, man sieht das hier so richtig, also das ist, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, es wirkt auf mich immer so ein bisschen billig und vor allen Dingen ist das hier auch eine Sollbruchstelle, kann man nicht sagen, eine Sollrissstelle, also das hier, das stört mich persönlich ganz, ganz besonders hier, das ist alles ja, es gefällt mir nicht, aber vielleicht gefällt es euch, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier ist dann der Film auf Blu-ray und ach so, das ist ein Zusammendruck. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal Michelle Pfeiffer in Schwarz-Weiß, ebenfalls nicht besonders scharf. Und wenn man das Ganze rausnimmt, haben wir hier das Dream Team von John Landis, wirklich schön gemacht. Und das hier, ja, das
Ja, ist halt so. Was will man machen? So schaut das Ganze aus. Kostet aktuell um die 25 €. Ist also ein vernünftiger Preis, sag ich mal, für ein Mediabook. Und auch wenn das Mediabook hier im Regal neben euren anderen Mediabooks nicht so richtig reinpasst, wenn ihr jetzt die Kochmedia-Mediabooks nebeneinander stellt, dann schaut das wieder richtig aus. Wenn wir jetzt hier mal ein paar Kochmedia-Mediabooks, geil, dann sehen wir direkt, das sieht im Regal einigermaßen cool aus, weil man sich auch auf ein einheitliches Layout und eine einheitliche Größe geeinigt hat. Schade ist halt nur in diesem Zusammenhang, dass man da eine Extrawurst gegenüber den anderen Mediabooks macht, produziert, wie auch immer. Das war's von meiner Seite für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ansonsten macht den hier. Und wenn ihr den macht, dann schreibt mir auch rein, warum. Würde mich wahnsinnig interessieren, weil nur so kann das im nächsten Video dann besser gemacht werden. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer. Sei schlau, schau blau.